mach den Laurus-Style. What's going on, guys? Thanks for watching, Strikers. Bumle, was geht ab, Bumle Bro? Am Start. Und danke an alle, die jetzt schon eingeschaltet habt. Ihr seid die beste Community. Wie ihr seht, sind wir gerade nicht in Deutschland. Das sieht jetzt nicht Germany-like aus. Wir sind in den USA, um genau zu sein, in Miami Beach, wie ihr sehen könnt. Wunderschön hier, wunderschön. Sagt mal einmal Mashallah. Mashallah. Mashallah, Bruder. Heute spielen wir die Golf-Challenge. Den ersten Teil haben wir auf Bumles Kanal gespielt. Nach dem Video könnt ihr euch den ersten Teil bei mir reinziehen. Genau, ihr müsst das wie bei Star Wars machen, von hinten nach vorne. So genau. Guckt man unsere Videos. Auf jeden Fall verpasst das Video nicht auf seinem Kanal. Ist unten natürlich verlinkt, ne? Sowieso. Ist verlinkt. Definitiv nein. Fußball, Golf und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hinten seht ihr die Tonne. In deinem Video war das noch relativ einfach. Dieses Mal müssen wir über diese Mauer, über dieses Hindernis. Und dann sieht man dort hinten die Tonne. Derjenige, der die wenigsten Versuche hat, gewinnt die Runde. Weil du der Gast hier bist, darfst du anfangen. Oh, danke schön. Bitte schön. It's all good, it's all good. Thank you, though. No. Sagen wir mal so, den Typ hast du bestochen. Wie, du kannst nichts dafür. Oder ist doch von deiner Familie. Das ist doch bestimmt irgendein Cousin von dir aus Marokko. Wir sind doch hier in... Freunde, ihr habt gesehen, der Ball ist gegen die Mauer. Der war eigentlich schon wieder in Deutschland. Und dann hat sein Cousin den zurückgeschossen. Gut, jetzt hast du sozusagen einen zweiten Versuch. So, es ist nicht viel besser. Es ist Luft. Ich kenne ihn nicht. Alles klar. Das ist alles. So, dann hast du jetzt einen zweiten Versuch. Bonne Chance. Sorry. We're going outside. Cash. Die machen Palaver wegen dieser Scherbe. Weil die das Ärzte mit dem Palaver? Ach nein, das ist die Spiel einfach. Treffe, die schlagen mich. Ich glaube, du hast da echt ein Stück kaputt gemacht. Guck mal, Freunde. Ich glaube, das hat Tomle hier kaputt gemacht. Nein, das habe ich nicht kaputt gemacht. Das haben wir gesehen. Ich hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung. Nö. Ja, Bro, du musst jetzt Außenriss eigentlich, sonst kommst du ja echt nicht drum rum. Auf Nummer sicher gegangen, weil hier in Amerika, die schieben direkt ab. Bumle hat schon 3 Versuche gebraucht und wir haben die Challenge erst jetzt angefangen. Bumle, ich will kein Auge machen, aber es sieht nicht gut für dich aus. Guck mal, was du trittst. Okay, das war berührt, ihr habt's gesehen. Das war der 4. Versuch, du hast berührt. Mit diesen dreckigen Tricks. Nee, der kam gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommt mein 4. Versuch, Freunde. Da vorne ist die Tonne. Schlecht. Ja, richtig schlecht. Okay, jetzt kommt dein 5. Versuch. 5 Versuche ist gar nicht so schlecht. Hier muss der Ball rein in diese Mülltonne. Und da ist Heselinho. Also, das war der 6. Versuch. Okay, das ging so schnell. 3, 2, 1, go! Wow. Oh, zack, rein damit! Wie hässlich ist dieser Junge, bitte? Von 1 bis 10 bewertet es. 11. Ihr habt's gesehen, Hazel hat nur 6 Versuche gebraucht. Obwohl ich so schlecht gestartet bin. Du bist echt schlecht gestartet, aber dein Cousin hat dir noch deinen allerwertesten gerettet. Ja. Mein Ziel ist es, einfach 5 oder weniger. Ist machbar. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde, wer glaubt ihr wird diese Challenge gewinnen? Hashtag Hazel oder Hashtag Lauro. Anders als Hazel schieße ich nie in die Mauer, Freunde. Jetzt kommt der 2. Schuss. Oh, und da kommt auch eine Familie. Ich warte lieber, weil sonst passiert genau dasselbe wie bei Hazel. So,
Semi. Gab schon mal bessere Schuhe. Ah, schlecht ist er auch nicht. Ich gehe noch nicht aufs Risiko, sondern erstmal auf Nummer sicher. Das ist so eine undankbare Entfernung. Ich versuch's trotzdem. Ich will euch ja hier was bieten. Nein, doch. Ja! Bye, have a great time. Ich kann's nur ausgleichen. Und das war's. Leider muss ich zugeben, dass die erste Runde an Hazel geht. 1-0 für Hazel. Jubel! Round 2. Noch eine Runde, um dich fertig zu machen. Eben nicht. Du schießt jetzt nochmal gegen die Mauern, der Ball landet jetzt im Meer. Und dann will ich mal sehen, was du machst. Der ist nicht okay, der ist gut, leider. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ist das legitim, ja oder nein? Ja, natürlich ist das legitim. Der Lauf versucht mit allen dreckigen Tricks zu gewinnen, mit allen. Ich habe ja auch einen dreckigen Gegner, da muss ich auch dreckig spielen. Freunde, ich weiß nicht, wie Hazel das macht. Er hat immer Graupenschüsse und jetzt kommt er trotzdem. Das war jetzt sein dritter Versuch. Ist er schon wieder so nah dran? Der kann, ne? Ja, ist besser so, wenn du nicht sagst. In der Tat. 4 Versuche, das war mit Abstand die beste Runde hier am heutigen Tage. Bro, hast du gut gemacht. Danke. Aber weißt du was? Ich werde es jetzt noch besser machen. Bruder, was zur Hölle machst du da? So, perfekt zum Rechtsfuß. Ich kann nicht mal wirklich so ausholen. Aber du musst denn so Curveball machen. Soll ich einfach das Haus verschieben, komm. Okay, doch ein bisschen zu schwer für mich. Wir kommen jetzt ganz nah dran und dann den letzten gleiche ich mit aus. Das ist perfekt. Okay, Freunde, guckst zu und lernst. Was für ein Dreck hier, das ist doch verboten. Das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Das ist illegal. War das illegal, Freunde? Ist das in Ordnung? Das ist legitim. Menschlich gesehen ziemlich Abstoß. Die allentscheidende letzte Runde. Letzte, alles entscheidende Runde. Wie immer, so ein Zufall, dass es hier immer. Aber das zeigt doch, wie gut oder beziehungsweise wie schlecht hier sind. Also wie gleich schlecht. Eigentlich hast du ja geschummelt, Bruder. Du hier mit deinen Tricks. Du hast doch geschummelt. Du mit deinen Tricks. Bro, du fängst jetzt an. Hä? Du wirst jetzt 20 Versuche brauchen und dann mache ich das in 4 Versuchen. Und okay. Hab deine Challenge gewonnen. Mach kein Auge, ja? Boah, der hat echt fast die Frau getroffen. Hazel ist ein bekloppter Typ. Die Frau denkt sich nur, was ist da los? Hazel, der Ball war gar nicht so schlecht. Ab diesem Punkt wird mein Auge eingeschaltet, denn Hazel hat die ersten beiden Versuche zu gut gemeistert. Jetzt müssen wir gucken, dass sie ein paar mehr Versuche braucht als ich in der letzten Runde. Der dritte Versuch war echt gut. Mach den Laurus-Style. Ja, bonne chance. Das war eher Hazel-Style. Ein Lauro vom Tor, der ist eiskalt. Der macht nicht solche Faxen. Alles gelogen. Oh. So macht man sich alles kaputt. So macht man sich wirklich alles kaputt. Jetzt kommt der 6. Was ich das bieten wollte. Ready? Ja. Hey, das Auge, hör auf damit! Ich hab doch gesagt, jetzt ist Augenmod. Jetzt kommt sein 7. Versuch. Bro, der wäre fast noch reingetitscht. Auge. Jetzt kommt der 8. Warte. Hast du schon kurz euer Auge machen? Okay, jetzt kannst du machen. Humle ist King. Aber schlechte Runde, war schlecht. Unser Humle hat 8 Versuche, danke dafür, gebraucht. Damit du eine Chance hast. Danke, ich werde es einfach weniger machen. Ich muss wette, du wirst das nicht schaffen. 100%ig. Ja. Der
erste Versuch war halbwegs gut, nicht wirklich gut. Aber der zweite Versuch, ich werde versuchen, ihn so nah wie möglich an die Tonne dran zu machen. Hallo, hallo, hallo. Hier spielt die Musik. Und dann, der Hazel ist mal wieder abgelenkt, er kennt ihn. Und dann 3 Versuche mit Ansage. Bruder, sag mal, wer war abgelenkt? War nicht abgelenkt, das war dein Auge. Nummer 3, Freunde, für den Sieg, für den Sieg. Immer wenn der Hazel sagt, der war gut, dann wird da nichts raus. Jetzt kommt mein 5. Versuch. Der Hazel hat mich mal wieder abgelenkt. Also noch Kotscher. Jetzt kommt mein 5. Versuch. Wie viele hast du gebraucht? Ich habe 8. Auge, Auge, Auge. Was ist das denn? Der versucht mich zu provozieren, dass ich so ein JJ mache. Warum würde ich ein JJ machen? Ich will den Leuten ja was bieten. Deswegen verlierst du ja auch immer, Bro. Hallo. Nein, nein, das war geil. Ihr habt's gesehen, Hazel hat sehr, sehr gut gespielt. Aber diese Faxen, Bro, das war... Ich kann nicht anders, ich muss. Ich hab's einfach wie Bayern gemacht in der letzten Sekunde. Einfach aufs Tor, der Ball geht rein und der Sieg ist da. Freunde, vergesst nicht bei Hazel vorbeizuschauen. Kommt bester vorbei. Boy, kommt vorbei. Aber kommt dann auch wieder zurück zu Strikers. Aber lasst trotzdem ein Abo bei mir. Lasst hier auch ein Abo, ein Like und die Glocke aktivieren, wenn ihr mehr solche Challenges sehen wollt. Und willst du noch irgendwas sagen? Willst du jemanden grüßen? Ich will meine Mutter, meinen Vater und meine Eltern grüßen. Alles klar, einen Spruch habe ich schon mal irgendwo gehört. Leute, bis dahin. Ciao.